Möchtest du wissen, was für kosmische und irdische Energien gerade unterwegs sind, wie wir sie nutzen können, wie wir diesen Start in den Frühling nutzen können und alles, was jetzt noch auf uns zukommt? Dann herzlich willkommen zu meinem neuen aktuelle Energievideo. Heute wieder auf Mallorca, die kosmische Wetterfee. Ich liebe diesen Titel. Ja, danke dafür. Es geht heute erstmal, wie immer, um die Sonnenstürme und die Schumann-Frequenz. Schumann-Frequenz starte ich, denn es gab auf den Messgeräten, auf den Tabellen der Messgeräte, sorry, viele, viele Aussetzer in letzter Zeit. Man kann spekulieren und sagen, hey, das sind Wartungsarbeiten und das ist immer wieder mal passiert in den letzten Jahren, dass es da schwarze Balken gab in dem Diagramm, das anzeigt, wie der Puls unserer Erde gerade drauf ist und aber immer wenn dann so schwarze Balken kommen, denke ich, okay, vielleicht ist es der Grund, dass auf der Sonne gerade wieder so viel passiert und sich gerade Energien bilden, die unsere elektronischen Geräte eben nicht so gut ausbalancieren können. Aber ich bin ja auch eine, ich mache jetzt nicht hier das große Fass der Verschwörungstheorien auf. Das machen andere. Da mische ich mich nicht ein. Aber es bringt mich schon zum Nachdenken, was da gerade in unserer Atmosphäre los ist, dass diese Geräte nicht funktionieren. Es sei denn eben, dass da ein technischer Schaden ist. Das kann ja auch mal passieren. Ich meine, hey, ist schnell passiert, gerade bei diesen hochempfindlichen Computern. Nichtsdestotrotz ist die Schumann-Frequenz, das, was man dann anzeigt, wieder mal sehr stark pulsend von unten. Ist es noch nicht extrem, aber diejenigen, die feinfühlig sind, spüren, dass etwas bebt, es brodelt, so fühlt es sich an. Ich versuche ja immer, Worte zu finden für die Beschreibung dieser speziellen Energie, denn sie ist immer da. Die Schumann-Frequenz ist wie unser eigener Herzschlag ja immer da, sonst sind wir tot. Und so hat auch die Erde eben diese stehende Welle um sich herum, an die wir auch angeschlossen sind, ohne die wir auch nicht leben können. Würde man uns in einen Raum packen, in dem wir die Schumann-Frequenz nicht mehr spüren, dann werden wir erst krank und dann sterben wir. Das ist alles nachgewiesen worden. Und wir sind abhängig davon, weil wir mit der Erde eins sind. Wir sind aus ihren Elementen geschaffen und wir sind mit ihrer Energie verbunden, so wie wir miteinander verbunden sind. Diese Energie brodelt sehr, was dann auch wiederum ein Energiefluss mit den Gesteinen, mit den Vulkanen, mit den Flutwellen, mit den Unwettern hat. Also es ist sehr, sehr brodelnd auf der Erde wieder. Viel Vulkanaktivität, viele starke Erdbeben. Viele Fluten, und zwar auf der ganzen Erde. Also es konzentriert sich nicht immer nur auf einen Hotspot, sondern seit ja, fast 2 Jahren ist es extrem angestiegen. Also ich habe das immer beobachtet und es ist immer schon für mich eine Herausforderung gewesen, wenn es ein starkes Beben über Wert 5 gibt. Ich spüre das, egal wo das ist auf der Erde. Aber wenn das zeitgleich an verschiedenen Stellen ist. Ich habe gesehen, es ist in Nordamerika, an der Westküste ganz stark. Es ist aber auch, es ist Flut im Kongo. Es passiert so viel. Und wir alle dürfen, gerade die Hochsensiblen, unsere innere Stärke wirklich auspacken und stabilisieren, damit wir dieses Brodeln, diese Erschütterungen auch wirklich ausbalancieren können. Ich werde das immer wieder gefragt und ich kann immer wieder nur sagen, es war immer so, es gibt Zeiten auf diesem Planeten, die sind unruhig, genauso wie es Zeiten gibt, an denen es besonders heiß ist oder besonders kalt, das nennt man dann Eiszeit. Ja, und das ist ja genau wie die Jahreszeiten. Es sind Wellenbewegungen. Ich sitze heute vor dem Schöpfungslicht der Freiheit, das jetzt hier tüchtig die Freiheitsenergie auch überträgt auf dich. Und genauso wie die Wellen hinter mir gibt es Wellen auf der Erde. Und wir sind gerade in einer brodelnden Zeit. Das haben wir uns so ausgesucht. Ob das eben politisches Geschehen ist, globales Geschehen, dadurch, dass es eben
alles jetzt noch stärker miteinander verbunden ist, wir globalisiert sind und auch noch die Computer haben, rückt alles ganz, ganz nah. Wir bekommen alles viel schneller und deutlicher mit, können uns Diagramme anschauen, wo ein Vulkan gerade ausgebrochen ist. Wir bekommen mit, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Wir bekommen alles mit. Einerseits ein Segen, andererseits, gerade für die Hochsensiblen, nicht wirklich immer lustig. Deshalb sage ich auch immer wieder, ich ziehe mich da raus. Ich male. Deshalb habe ich heute auch wieder so bunte Hände. Ich male, wenn ich merke, dass es zu brodelnd ist auf der Erde, weil mich das Malen beruhigt. Es bringt mich zurück in meine Mitte, zurück in meine Kraft, in mein Leuchten. Deshalb kann ich tun, was ich tue, unter anderem dieses Video aufnehmen. Ich habe ja ganz viele Lichttipps aufgenommen, die dir dabei helfen können und noch viele, viele andere Videos. Schau sie dir mal an. Und ich habe auch schon wieder einen neuen Lichttipp in der Pipeline, der auch bald rauskommt, damit gerade in diesen auffühlenden Zeiten von meiner Seite ein bisschen Rückendeckung kommt. Und es gibt ja viele, viele Menschen, die das im Moment auch machen. YouTube sei Dank. Dann haben wir jetzt auch noch die Sonnenstürme. Das sind ja immer so die zwei Parameter, die ich in meinen aktuellen Energievideos heranziehe, neben den vielen kleinen anderen Faktoren, die ich immer noch aufführe. Und ich möchte einfach immer wieder nur darauf hinweisen. Ich möchte kein Drama erzeugen. Das machen andere besser als ich und ich brauche das nicht mehr. Drama ist für meinen Fall, für mein Gefühl Energieverschwendung. Damit habe ich viel zu viel Zeit meines Lebens verplempert. Ich möchte motivieren, möchte Licht bringen, möchte euch einfach inspirieren, euren Weg zu gehen. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, gerade für die Hochsensiblen hinzuweisen, dass man sich an bestimmten Tagen ein bisschen entspannen sollte. Deshalb die aktuellen Energievideos. Und wir haben jetzt neben der leicht brodelnden Schumann-Frequenz wieder die Vorbereitung auf einen neuen Sonnensturm. Er ist schon unterwegs. Er kommt heute irgendwann an, vielleicht auch noch aktiv bis morgen, sollte es morgen noch aktiv sein. Wir haben heute Sonntag, den 20. März, Frühlingsanfang. Und sollte er morgen noch aktiv sein, dann werde ich hineinspüren. Im Moment fühle ich ihn persönlich noch nicht. Die letzten Tage waren für mich viel aufwühlender, denn ich habe gespürt, dass er losging. Also viele von euch, das lese ich ja immer in den Kommentaren, merken Sonnenstürme, bevor sie auf die Erde treffen. Sie merken es genau wie die Erdbeben, Vulkanausbrüche, die ganz woanders stattfinden, als direkt unter den eigenen Füßen. Und so spüre ich nicht immer, zum Glück, aber manchmal auch, wenn eine starke Gasblase in Richtung Erde aufplatzt und der Schub losgeht. Ja, deshalb. Die letzten Tage waren ein bisschen unruhig für mich, deshalb habe ich so viel gemalt. Im Moment meine Seerosenbilder, herrlich. Und heute merke ich, ja, es kocht hoch und wir schauen mal, was dieser Sonnensturm dann mit sich bringt. Ich möchte aber jetzt wirklich mal das Positive hervorkehren. Diejenigen, die mich ja regelmäßig begleiten mit meinen Videos, wissen, aus dem Monatsvideo für März mit meinem lieben Freund und Kollegen Malkiel, dass wir in einer sogenannten Samenwelle sind nach dem Maya-Kalender. Das heißt, wir haben schon länger die Chance, das fing ja schon besonders intensiv mit dem 3. März an, mit einem speziellen Samentag. Also es gibt die Wellen, die großen Wellen im Maya-Kalender, dann gibt es die kleinen Wellen, meistens, ich glaube, 2 Wochen jeweils. Und dann gibt es natürlich auch die speziellen Tage, wie zum Beispiel die Portaltage. Aber jetzt sind wir in der großen Samenwelle und hatten am 3.3. einen Samentag. Jeder Tag hat ja auch noch seine eigene Qualität. Ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist. Also ich habe fleißig Samen gesetzt, habe dann mit meiner mittlerweile bekannten Möhrenübung, einer ganz tollen, einfachen Transformationsübung, ja auch nochmal den Impuls bekommen, wenn man etwas Dunkles aus dem Körper zieht, sollte man in das entstandene Loch, was da natürlich passiert, dann leichte, schöne, feine Samen für neue Energien säen, für das, was wir uns wünschen. Und nehmen wir doch jetzt den Frühlingsanfang mal als
Bild für ein schönes Gleichnis, das ich seit 2 Tagen immer wieder in mir bekomme, wenn ich meditiere oder male oder unterwegs bin, draußen in der Natur. Ihr kennt es alle, aber ich möchte es einfach nochmal ins Spiel bringen. Ein Samen, der irgendwo auf fruchtbaren Boden fällt, wartet auf den richtigen Zeitpunkt, die richtige Temperatur, das richtige Wetter, den richtigen Tag, um dann in eine ganz, ganz tiefe Transformation zu gehen. Bis dahin hat er geschlafen, bis dahin hat er gewartet. Und dann kommt dieser besondere Tag. Dieser besondere Tag, in dem er spürt, jetzt bin ich prall gefüllt mit den Elementen um mich herum. Ich habe sie aufgenommen. Meine Hülle ist zu eng. Ich platze jetzt auf und der erste Trieb schiebt sich aus dem Samen und will durch das Erdreich nach oben ans Licht, an die Luft. Er will tiefe Wurzeln in die Erde ausbringen, damit er aus der Erde wirklich diese Kraft nach oben ziehen kann und eine schöne, starke Pflanze mit schönen Früchten und Samen auszubilden, um sich dann wieder zu verteilen und neue Pflanzen zu machen. Und wir sind genau in diesem Prozess. Weltweit keimen jetzt neue Pflanzen auf in den Menschen, die fühlen, wie ihr Licht sich einfach ausdehnen muss. Sie spüren den Wunsch nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach Selbstverantwortung. Und das ist grandios. Und wir sind jetzt wirklich in einer göttlichen Zeit, dass drumherum durch diesen Aufbruchprozess ja ganz viel Energie freigesetzt wird, ist ja natürlich. Ja, stell dir vor, dass du ein Samen bist, der ganz, ganz viel Kraft sammeln muss, um dann aufzuplatzen. Ist ein bisschen auch wie das Gleichnis mit dem Schmetterling. Die Raupe hat noch keine Idee, wie es sein wird, mal ein Schmetterling zu sein. Sie weiß nur, sie muss fressen, 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 muss sich dann verpuppen und irgendwann transformiert sie sich in diesem engen Kokon und dann wird sie so groß. Die Flügel werden immer größer und dann muss sie da raus. Ich weiß nicht, ob eine Raupe Angst davor hat, eine Puppe ist es ja dann schon, Angst davor hat, aufzuplatzen. Für sie ist es total natürlich. Nur wir Menschen machen uns da einen völligen Kopf, dass wir uns weiterentwickeln. Oh Gott, was kann passieren? Alles in der Natur folgt einem Ruf, einem Rhythmus, weiß ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt für alles da ist. Nur wir Menschen machen uns viel zu viel Gedanken und Sorgen und haben Angst vor der Zukunft. Also, möchtest du weiter Angst vor der Zukunft haben oder möchtest du einfach wachsen über dich selbst hinaus in deine wahre Kraft und Schönheit, in deine wahre Macht? Nimm den Frühlingsanfang als Motivation, dich noch weiter auszudehnen, noch mehr Licht zu erfahren, noch mehr Freude zu erfahren. Und ich habe mich heute extra mal ganz locker und frühlingshaft angezogen, weil ich das Gefühl habe, ich draußen auf Mallorca, es ist Sturm, es ist Regen, es ist nicht besonders schön, aber Frühling findet in mir statt und ich fühle es, ich spüre es brodeln. Hier auf Mallorca ist es von den Jahreszeiten etwas anders, aber auch hier geht es jetzt richtig los. Jetzt bekommen die Pflanzen mehr Regen und dann Sonne und dann können sie richtig explodieren und das ist herrlich. Also spüre, welche Samen du in deinem Leben in die Erde setzen willst, denn ob jetzt eine Samenwelle da ist oder nicht, wir können jeden Tag Samen setzen für das, was kommt. Und das ist Manifestation. Also was willst du säen, damit du später etwas Bestimmtes ernten kannst? Und dadurch, dass ich so viel in meinem Leben schon erlebt habe, kann ich an meinem Beispiel sagen, dass es funktioniert. Ich kann endlich das tun, was ich zutiefst liebe. Menschen motivieren, malen, meine Bilder auch verkaufen. Ich kann von dem leben, was ich zutiefst liebe. Es ist nicht mehr nur ein Hobby, wie alle sagten in meinem Leben. Ja, ist ja ganz nett, mach das als Hobby, damit wirst du nie Geld verdienen. Bullshit, Entschuldigung. Ja, es funktioniert, aber nur weil ich mir die Chance gegeben habe, über mich selbst und meine Grenzen, meine engen, engen kleinen Grenzen hinauszuwachsen.
Und das kannst du auch. Also nutz diese Frühlingszeit, den Frühlingsanfang und platze aus allen Nähten mit deiner Freude am besten. Und ja, es wird immer noch Drama geben auf dieser Erde. Überall auf der Erde. Denn wir sind ja auch mit der Natur hier zugange. Und wenn es mal sehr stark stürmt, sehr stark regnet, sehr trocken ist, es dann Buschfeuer gibt, es wird immer so sein. Also bitte hör auf, dich darin zu verausgaben, mit allem zu leiden. Dazu hatte ich ja auch gerade erst das Video gemacht. Mitleid ist Gift. Alles Wichtige ist wie un immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du dir gerne anschauen. Sondern konzentriere dich auf das, was du willst, was du sein willst, was du tun willst, wie du leben willst und leuchte. Fühle Frieden, fühle Liebe in dir und dehne sie in die Welt aus. Aber spüre es erst in dir. Es beginnt in dir, dehne es aus und du wirst die Freude ernten. Du gibst Freude in die Welt und wirst Freude ernten. Also, lass uns das gemeinsam tun. Ich mache das jeden Tag. Ich sende meine Liebe und mein Licht und meinen Frieden in die Welt. Und die Seelen, die es brauchen, nehmen es auf. Das ist der Lauf der Dinge. So können wir einander unterstützen, auch wenn wir uns nicht real begegnen. Das ist das, was wir alle jeden Tag tun können. Und jetzt noch eine Vorbereitung. Am 22.03. haben wir wieder einen Schwellentag und wir bewegen uns jetzt astrologisch ja auch in eine höchst spezielle Zeit. Ich habe mich jetzt noch mal ganz kurz informiert. Es ist Mitte April. Ich glaube, Sonne und ein anderer Planet, ich glaube Jupiter, es ist eine tolle Konjunktion jedenfalls. Da könnt ihr die Astrologen fragen. Bin ja ein Fan von Silke Schäfer, auch wenn ich es kaum schaffe, mir die Videos anzuschauen von den Menschen, die ich so toll finde, weil ich so viele andere Sachen mache. Aber es gibt super Menschen, die euch das ganz genau erklären können, was es da für eine astrologische Konstellation gibt. Wir haben das im März-Video auch erwähnt, Malke und ich. Und am 22. ist eben ein Schwellentag. Da kannst du dich mal öffnen und spüren, was passiert, welche Türen gehen auf, ja, bei welche Schwelle kannst du treten, was zeigt sich da wieder Neues? Das schon mal so als Vorschub. Also erde dich gut, verbinde dich mit der Erde. Da hatte ich ja gerade auch erst ein Channeling gemacht mit einer super, super schönen Übung. Nimm die Möhre des Stresses, der alten Gefühle, der alten Ängste und Schmerzen aus deinem Körper heraus. Sähe schöne Lichtsamen in dir und sei offen für alles, was passiert. Heute gibt es mal keine Engelkarten, die gibt es dann beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall sende ich dir ganz, ganz viel göttliche Liebe, einen goldenen Segen und wünsche dir viel, viel Kraft für alles. Einen schönen Sonntag für dich. In Liebe, deine Sonja Ariel. Bis bald, wir sehen uns.